Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, zurück zum Let's Play Transport Fever hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Und zwar, ja, eigentlich sind wir jetzt langsam auf der Zielgeraden, würde ich behaupten, hier unsere Mission Stahl liefern, Güter per Schiff liefern. Das beides haben wir gleich. Wir werden es zeitlich ja wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Dafür habe ich zu lange rumgetrödelt hier aus Blödsinnigkeit. Unsere erste richtig große Stahllieferung kommt gerade an. Bin gespannt, was das an Geld gibt. Ich hoffe, es lohnt sich ein bisschen. Wir haben 630.000 aktuell. Mal gucken, ob wir noch irgendwo was ausbauen. Ich habe natürlich überlegt, wir sparen lieber noch. Wer weiß, was gleich noch an neuen Zielen auf uns zukommt. Ob danach überhaupt noch was kommt oder nicht. Kein Plan. Ansonsten hätte ich natürlich hier unten in der City mal versucht, nochmal ein Transportunternehmen, also ein Personenbeförderungssystem aufzubauen, das funktioniert. Nicht wie hier oben in der kleinen City, wo wir eigentlich mehr Geld die ganze Zeit rausschmeißen pro Monat als Verdienst. Immer noch 5.000 minus. So, Schiff hat auch wieder Geld gekostet. Das ist natürlich nicht das Schnellste, aber jetzt gibt es endlich 50 Einheiten. Das sollte mal was bringen hier, ne? Und. 113.000 immerhin. Also so eine Ladung Kohle bringt mehr Geld. So, hier steht eine Menge Stahl. Da ist auch Stahl noch zum Transportieren. Der kommt gerade wieder mit Eisenerz. Das läuft alles. Wir können mal die Zeit ein bisschen schneller voranbringen. Dann kommen wir vielleicht auch nochmal voran. Produktion 28. Hier ist aber immer wenig zu holen. Die holen alles raus, was geht. Stahl liefern. Güter per Schiff liefern. Eine Ladung muss er noch fahren. Dann ist das ganze Werk vollbracht. Ja, hier weiß ich nicht, ob sich das lohnt, nichts wartend, ob man da sozusagen noch einen weiteren macht, der hier unten sozusagen wäre. Dann könnte man nämlich sowieso gleich hier auch anfangen, gucken, Geschäftsviertel, Wohnviertel, dass man hier auch noch so ein kleines Transportunternehmen baut oder zwei, drei Fuhren von hier denn darunter bringt. Linie 3 wartend. Wir müssen eine neue Linie bauen und wir müssten noch so ein neues Ding da bauen. Und wir müssten vor allen Dingen auch gleich am besten mit 2 oder so darunter fahren. Das ist nämlich hier schon eine ganz schöne Strecke dann. Und wenn wir dann bauen, sagen hier sowas: Cargo. Hier mitten in die City. So, dann bauen wir noch eine Linie auf. Das muss ja richtig Geld bringen. Neue Linie. Auch von hier. Livington Abzweigung. Bis hier. Livington Vollladen einer Fracht. Die Linie macht 27.000 plus, das ist richtig gut. Alles ist jetzt aktuell im Plus. Müssen wir hier Straßenfahrzeug kaufen. Und da weisen wir Linie 7 zu und dann kaufen wir gleich noch eins. Und da weisen wir auch gleich Linie 7 zu, aber erstmal lassen wir den Ernst hier ein bisschen losfahren. Dann können die nämlich noch mehr Stahl hier loswerden. Ich glaube, das ist ganz gut. Was ist das denn? Neue Fahrzeuge sind verfügbar. Na toll, gerade jetzt. Was ist denn da Schönes? Sehr schnell. Oh ja, 25 ist automatisch. Fährt ein bisschen. Kaufen wir davon lieber 2 und den. Verkaufen wir gleich wieder. Ja, guck, wir haben extra gesagt, Vollladen einer Fracht. Jetzt kommt die erste Ladung. Und jetzt die nächste und jetzt kann er los. So. Linie zuweisen alle. Machen wir nochmal Linie 7.
zurück ins Depot. Können wir den aufrüsten? Ne, das geht hier, ne? So, verkaufen. Da verkaufen wir auch noch so ein. So, wenn wir nochmal Linien gucken. Linie 6. Da machen wir in Zukunft jetzt auch Vollladen einer Fracht. Linie zuweisen, Linie 6. So, 1 Million haben wir auf der hohen Kante. 78 Stahl liefern, also das werden wir jetzt wahrscheinlich noch schaffen, aber ich glaube nicht, dass das für Medaillen noch reicht, sozusagen. Oh, der Zug kommt wieder hier, ist gerade wieder weg. Jetzt kann der auch deutlich mehr produzieren hier. Können wir noch ein Straßenfahrzeug kaufen. Linie zuweisen, Linie 7. Es dauert ja ewig, bis die da sind, ne? Also noch ist keine Ansatzweise auf diesem Streckenabschnitt hier. Es ist höchstens die Hoffnung, dass wir so noch dieses Millionenumsatzziel erreichen. Verdiene 1 Million mit dem Transport von Werkzeugen. Können wir natürlich nur schaffen, wenn die Linien sich jetzt hier nochmal rentieren. Linie 5 ist mit Stahl unterwegs. 6 macht 23.000 plus. Der andere noch 4.000 minus. Aber sobald die ersten Ladungen Werkzeuge unten angekommen sind, glaube ich, ist das ganz gut. Straßenfahrzeug kaufen. Linie zuweisen. 7. Haben wir schon zwei volle Container hier. Also sind wir gespannt, wenn die ersten ankommen, was denn eine so eine Ladung bringt. Na, guck mal. Der hält die echt extrem auf. Die Autos sind deutlich schneller. Also die Pferdetransporter müssen wir jetzt hier rausziehen aus dem Verkehr. Den lassen wir jetzt natürlich noch fahren. Die anderen werden wir aber nach und nach, weil die bremsen einfach alles aus hier. Linie 6. Ab ins Depot. Dann holen wir uns lieber noch einen mehr. Und den weisen wir Linie 6 zu. So, es wird einmal alles umgerüstet. Weg mit den langsamen Pferden hier. Hinten zu den kleinen, schnellen Transportern. Das Ganze verkaufen wir dann. Oh, der kann auch zurück ins Depot. So. Jo. Wir haben die immerhin etwas geschafft. Eine Medaille. Güter per Schiff liefern. Haben wir. Und Stahl liefert haben wir jetzt auch direkt 100. Wow. Nun müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die Leute der Konstruktion trotz des Desasters am Tai auch trauen. Je öfter die Brücke überquert wird, desto zuverlässiger wird sie wirken. So, wir machen mal kurz auf Pause. Wir brauchen, wir haben nur knapp 1 Million. Wir haben nicht viel Geld. Wir sollen jetzt eine Strecke erstellen. Also wir während eines Jahres mindestens 5 Fahrten mit einem Personenzug zwischen Edinburgh und Kirkcaldy hier. Oh. Gut, das heißt, wir brauchen 2 Personenbahnhöfe. Das geht ja sogar noch vom Preis. Aber wir brauchen eigentlich gleich fast eine doppelte Trasse, so ungefähr. Wie sollen wir das sonst schaffen?
Mal gleich zwei Gleise machen. Kostet ungemein mehr, ne? Wir haben auch nur noch das Jahr 91 Zeit. So. Was kostet denn wohl Schiene von hier? Da kann man gucken, was es kostet. So ist es am günstigsten. Ja, so eine Brücke werden wir hier bestimmt nicht hinbauen. 62.000, wenn wir auf den Boden gehen. auf diese Höhe. Kostet zu viel. Wir brauchen mehr Geld und wir wollen eigentlich keinen Kredit aufnehmen. Nach wie vor wollen wir ohne Schulden auskommen. 23.000. Das geht nicht günstiger. 264.000 ist das günstigste. So, guck mal, die Strecke haben wir fertig. Wir brauchen null Geld mehr. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Money wieder reinkriegen. Deswegen machen wir die Zeit mal wieder auf mittlere Geschwindigkeit. Aber wir haben nur noch das eine Jahr Zeit. Ne? Also es ist nicht mehr viel Zeit. Und wir müssen fünfmal über die Brücke fahren. Ich bin froh, wenn die gleich ankommen. Hier 1, 2, 3. Das ist der vierte. Die ganzen Lieferdinger hier. Zurück ins Depot. Ist aber auch keiner, den wir aktuell verkaufen könnten. 127.000, wie sieht es denn aus mit unseren Zügen? Hier ist so viel Stahl. Wartet 32. Also hier wartet mittlerweile so viel, dass das Schiff zumindest auch die ganze Zeit fahren kann. Ne? Also sobald er wieder da ist, kann er auch gleich wieder umdrehen und zurück. Schön ist immerhin, dass die Brücke fertig gebaut ist. Guck, das gefällt uns doch schon mal. Die Brücke ist fertig. Das ist ein Ziel, ein gutes Etappenziel, was wir geschafft haben. Wo ich ja zwischendurch schon gar nicht mehr mit gerechnet habe. Ach ja, wollte ich gerade sagen. Und hier hinten ist das Pferd, ne? Da sieht man, wie viel mehr das die doch gut machen auf der Länge. Und ja, wie schön das wäre, wenn man hier eine gerade Strecke hätte. Dann wären die vielleicht sogar schon da. So, wir brauchen noch Kohle. Wir müssen nämlich noch hier ein ganz schönes Stück wieder runter. Und wir müssen hier irgendwo noch einen Bahnhof errichten. Jo, wir haben Geld. Irgendein großer Zug ist wohl wieder angekommen gerade. Stopp. Wir haben nur noch dieses Jahr Zeit, ne? Baue die Brücke vor 1902. Ach, 1902, wir haben noch 10 Jahre Zeit. Jetzt müssen wir noch sehen, dass wir mit den hier mit ein bisschen was verdienen. Die kommen ja gleich an. Mit 500.000 gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich hätte noch viel mehr Zeit gehabt. Guck mal, das ist günstig. Das ist echt günstig, die Strecke. Schön gerade hier alles.
Jetzt brauchen wir noch ein Depot hier. Ja, unser normales Depot können wir nicht anschließen. Da kommen wir nicht hin. Das Problem mit den Depots, das kennen wir ja schon. So, irgendwie hier hin, wa? So, jetzt noch die spannende Frage. Was kostet uns der beste Zug? Wir haben noch irgendwas Neues hier, ne? Höchstgeschwindigkeit 60. Kostet 1.000.000. Das ist euer Ernst. 700.000, 388, 220, 123. Alter, neue Technik lassen die sich gut bezahlen. Kostet so ein Personenwagen hier 200.000, also brauchen noch mal 1.000.000. Wo sollen wir erstmal mit einem langsamen Zug starten? Aber auch dafür reicht das Geld gerade nicht ganz. So, die Werkzeughainis kommen gleich an. Machen wir mal wieder ein bisschen auf Play, ne? Weil sonst kommt ja auch kein Geld rein. Bin gespannt, was die jetzt gleich hier bringen, denn wir müssen ja noch ein bisschen Geld mit Werkzeug verdienen. Da sieht man, wie wenig Verkehr noch auf den Straßen los ist in der zur alten Zeit. So, 200.000 haben wir schon wieder, das reicht immer noch nicht. Also wenn wir so einen schnellen Zug haben wollen, Geschwindigkeit zu fahren mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h über die Testbrücke. Die Testbrücke. Gut, das könnten wir noch machen, ne, wenn wir diesen Millionenzug hätten. So, mal gucken, was eine Ladung Werkzeug bringt. Ich hoffe schon 20.000, 30.000 bei der Entfernung. 37.000 und nochmal 37.000. Gut, aber jetzt läuft die Strecke hier. Wir müssen nur sehen, dass wir da irgendwann den einen Gaul rausholen. Wir brauchen tatsächlich noch ein bisschen Geld. Ab ins Depot. Verkaufen. Ab ins Depot. Und verkaufen. So, weg ist es. Wir müssen aber sehen, dass hier mal wieder die größeren Züge ankommen. So, unser Kohlezug ist gerade hier. Wird nicht ganz voll gemacht. Wir könnten überlegen, ob wir den danach ins Depot schicken und dann mit dieser großen Lok ausrüsten. Dann könnten wir noch eine Medaille uns holen, aber ich glaube, das lohnt eh nicht. Dafür haben wir eh nicht gut genug angefangen. Kriegen den nicht zur anderen Strecke rüber. Ich hatte sonst überlegt, wir können ja eigentlich auch versuchen, den hier rüber zu kriegen. Hauptsache, da fährt jetzt mal ein Zug fünfmal rüber. Aber da steht jetzt keine Zeitbegrenzung mehr, ne? Während eines Jahres mindestens 5 Fahrt mit einem Personenzug. Also wir sollten sehen, dass wir das Anfang nächsten Jahres hinkriegen. Bis dahin werden wir ein bisschen Geld haben. Der Kohlezug wird nochmal gefahren sein. Die werden noch ein paar Mal verkauft haben hier. Mal Linie 6 mit 40.000 plus, Linie 7 liegt aktuell bei 118.000 plus, richtig lukrativ. Linie 3 kannst du nach wie vor vergessen.
Wir brauchen aber so einen schnellen Zug, weil sonst können wir nicht innerhalb eines Jahres wahrscheinlich 5-mal rüberfahren. Was macht der Stahllieferant? Dem fehlt ein bisschen Stahl hier noch. Ja, wir haben den ein bisschen zu kurz gemacht, ne? Hätten wir vielleicht doch 5 oder so Anhänger haben sollen. Na gut. Ja, dann glaube ich, brauchen wir doch noch ein bisschen. Denn wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Geld und das dauert noch, bis wir die Millionen wieder erspart haben. Was ist das? Schiff 1? Wieso kein Weg? Voll an einer Fracht. Gucken wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Dann werden wir sehen, dass wir den Zug hier rüber schicken, Personenzug. Ach, der kann da nicht runterfahren, wa? Na gut, reißen wir das alles in der nächsten Folge wieder ab. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr unterstützt mich mit einem Like und bleibt dabei. Und tschüss.